Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, CO2, der Klimakiller per se, der Graus für die Menschheit, ein Klimahorrorszenario, was aufgrund von CO2 entworfen wird, darauf basieren die Klimamodelle, mit denen wir heute konfrontiert werden. Wir haben eine Klimadiskussion, eine Klimaschutzdiskussion, die hochemotional geführt wird. Für manche ist diese Klimaschutzdiskussion, hat schon fast religiösen Status mit dem CO2 als Satanersatz, als großer Klimakiller. Und dieses, denke ich mal, müssen wir zumindest von der AfD-Fraktion mal runterholen von diesem ideologischen Ross. Schauen wir doch einfach mal, was es mit dem CO2 in der Atmosphäre auf sich hat. Wir haben ein CO2-Gehalt von rund 400 ppm, also 400 Teile auf eine Million Teile. Und von diesen 400 sind nur ein ganz kleiner Bruchteil anthropogen. Und wenn jetzt Ihre Klimamodelle stimmen würden, dann müsste ja eigentlich, nehmen wir mal an, die stimmen, dann müsste ja eigentlich bei dem Wegfall dieser paar ppm anthropogenen CO2s unser Klimaproblem gelöst sein. Das wäre ja wohl so, nicht? Das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Jetzt schauen wir einfach mal an, ob das wirklich so ist. Da können wir ja eine anthropogen CO2-freie Atmosphäre ja erhalten, wenn wir nur ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit gucken. Da gibt es ein Klima auf und ab. Ich erinnere nur an ein paar Sachen. Zum Beispiel ein Klimaoptimum, wie der Fachmann sagt, also eine Warmzeit bei den alten Römern, ein Klimapessimum bei der Völkerwanderung, ab dem 14. Jahrhundert eine Abkühlung, möglicherweise auch die Ursache der Pest von 1348 und die Zeit vom 14. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls eine wärmere Zeit, eine kalte Zeit. Und ich erinnere daran, dass zum Beispiel Grünland heißt, weil das wirklich mal eine grüne Insel ist. Und wir können daraus ersehen, dass auch ohne anthropogenes CO2 in der Atmosphäre das Klima mal nach oben, mal nach unten geht, mit entsprechenden Schwankungen des Meeresspiegels und mit entsprechenden Vervielfältigungen oder mit Eiszunahme oder Eisabnahme. Und das bedeutet jetzt, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt auch noch einige theoretische Physiker anführe, die sagen, dass die Klimaschutzmodelle den Erkenntnissen der Thermodynamik, der Physik widersprechen, dass es dann wohl zumindest mal einen Anlass geben kann, hier zu zweifeln. Aber wehe dem, der auch nur wagt, mal diese vorhandenen Modelle in Zweifel zu ziehen. Der wird ja gleich irgendwo in eine Ecke gestellt, in der sich vielleicht gar nicht wiederfinden mag. Meine Damen und Herren, die AfD bezweifelt halt, dass dieses Klimamodell physikalisch eine gute Basis hat. Und wenn jetzt als neueste Erkenntnis seit dem Jahrtausendwechsel die Sonnenaktivität zurückgeht und selbst Klimaalarmisten fürchten, dass die Klimakatastrophe in dem Ausmaß oder gar nicht eintreten könnte, dann spricht das doch Bände. Meine Damen und Herren, die AfD hat mit den Klimazielen eigentlich gar kein Problem. Die sind uns ziemlich egal, wenn ein Sachverhalt nicht da wäre. Die ungeheuren Kosten, die mit dieser Klimapolitik verbunden wird, die Unverschämtheit, mit dem man den Leuten hier in die Tasche greift, das ist sicherlich keine AfD-Politik. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss sagen, wir haben, wie gesagt, die Klimaziele sind uns ziemlich wurscht. Aber wir haben ein Problem mit den Klimaschützern. Kein Problem mit dem Klima, aber wer schützt uns vor den Klimaschützern? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Dr. Wildberg. Nächster Redner, Klaus Mindrup für die SPD-Fraktion.